Jetzt sind wir 2400 Kilometer gemarschiert. Der Russ hat ihn so weit angetrieben, mal angetrieben und wieder angetrieben und wieder angetrieben. Aufbein, wenn du da zurückmarsch, von einer verwundet wärst, dann kannst du nicht mitnehmen. Gell? Musst, das ist ein Abendessen gewesen, wenn du auf der guten Kameraden so liegen lassen hast. Jeden Sonntag hast du Angst gehabt, es wärst wieder etwas verkündet, das ist noch am Sonntag verkündet worden an der Kirche. Da habe ich mir gelobt, wenn ich da rauskomme, dann greife ich keine Waffe mehr. Wenn ich heimgekommen bin, ausgeschaut ja wild, kannst du denken, 10 Tage nicht mehr rasiert und halb verhungert. Ich bin jetzt so gewesen, dass mich meine Mutter nicht mehr gekannt hat. Zwei bedeutende Vereine im Salzburger Land sind der Schwarze Kreuz und der Kameradschaftsbund. Das Schwarze Kreuz ist für die Pflege und Fürsorge der Kriegsgräber zuständig. Der Kameradschaftsbund hat darüber hinaus viele wichtige Funktionen bei Friedens- und Sozialprojekten. Friedensprojekt ganz einfach deshalb, weil der Kameradschaftsbund am besten weiß, was Tod und Gewalt oder Zerstörung Gewalt bewirken. Und ein Sozialprojekt deshalb, weil der Kameradschaftsbund seine Wurzeln hat in einem Zusammenschluss von früheren Soldatenvereinigungen, die sich zusammengetan haben, als es noch keine Sozialversicherung gab. Und diese sozialen Wurzeln leben wir auch heute noch. Dazu kommen Geselligkeit, gegenseitiges Verständnis und natürlich auch ein gewisses Maß an Traditionsverbundenheit und Heimatverbundenheit. Da geht es um wirkliche Grundwerte, wie zusammenhalten, füreinander da sein. Die Kameradschaftsbünde wurden ja gegründet 1860, folgende Jahre, eigentlich nach den Kriegen immer, weil Kameraden verletzt zurückgekehrt sind oder mittellos waren und die haben einfach aufeinander geschaut. Und dieses Aufeinanderschauen, das ist für unser Land ganz, ganz wichtig. Das ist unser größter Reichtum. Der Kameradschaftsbund ist für die sorgsame Pflege der weit über 100 Kriegerdenkmäler im Land zuständig. Das Schwarze Kreuz betreut im Land Salzburg 52 Kriegsgräberanlagen. Die größten Friedhöfe, welche vom Schwarzen Kreuz Salzburg betreut werden, sind neben dem Kommunalfriedhof Salzburg der Lagerfriedhof St. Johann und der sogenannte Russenfriedhof in Grödig. Anlässlich des traurigen Ereignisses Erster Weltkrieg ist also da bei uns in Grödig ein riesengroßes Lager aufgebaut worden. In dem Lager waren etwa 40.000 Kriegsgefangene und die Zahlen, die also aus der Grödiger Gemeindechronik hervorgehen, liegen also da am Russenfriedhof 3.800 Personen. Die 240 Steine, die bei uns noch stehen, sind Originalsteine und werden also von uns sehr, sehr gepflegt. Außerdem sind wir vom Schwarzen Kreuz in Österreich verpflichtet, aufgrund des österreichischen Staatsvertrages 1955 diese Grabstätten zu erhalten. Neben der Kriegsgräberfürsorge im Inland ist das Schwarze Kreuz Salzburg auch für 3 Soldatenfriedhöfe in Italien, 2 in Polen, 6 in Slowenien und einem Soldatenfriedhof in Russland zuständig. Insgesamt sind auf diesen Anlagen mehr als 24.000 österreichisch-ungarische Kriegstote bestattet. Alljährlich werden von den Kameradschaftsbünden Gedenkfeiern für die vermissten und verstorbenen Kameraden abgehalten. Darüber hinaus sorgen Festivitäten, Veranstaltungen und Feierlichkeiten aller Art dafür, dass dem Kameradschaftsgedanken Rechnung getragen wird. Eine wichtige Säule des Kameradschaftsbunds bildet der soziale Gedanke. Daher wird großer Wert auf ein soziales Engagement gelegt. Für in Not geratene Mitglieder obliegen dem Landesreferenten wichtige Aufgaben.
Der Sozialreferent des Salzburger Kameradschaftsbundes hat eben die Aufgabe, über Anforderungen des Bezirkes hier entweder Hilfsteams oder auch finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen und die zielorientiert, bedarfsgerecht in die Ortschaften zu bringen, um dort eben die in Not geratenen Mitglieder zu unterstützen. Die Grundmotivation vom Kameradschaftsbund, also auch im sozialen Bereich mitzuarbeiten, ist auch für die Jugend sehr interessant und ist auch in Zukunft gerade der Motor, der die Jugend zum Kameradschaftsbund bringt und den Kameradschaftsbund für die Jugend interessant macht. Wenn man sieht, was das Schwarze Kreuz und der Kameradschaftsbund Salzburg alles leisten, braucht man sich um die Zukunft dieser so wichtigen sozialen Einrichtungen keine Sorgen zu machen. Es lebe der Kameradschaftsbund! Es lebe unser Land Salzburg!